Schönen guten Abend, Leute. Ich habe euch ja angedroht, dass wenn ich bereit bin, mich Greyzone Warfare zu widmen, dass ich dann für euch ein zusammengeschnittenes Video mache, um so ein bisschen meine Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe, mit euch austauschen zu können. Ja. Und ich muss sagen, zum Anfang war es echt kritisch. Also das scheint so ein bisschen Tagesform zu sein bei dem Spiel. Oder bei den Servern hatte ich ein übelstes Rubberbanding, als ich mich angefangen habe, dann damit zu beschäftigen. Und dann war es schon wieder fast gestorben für mich. Ich habe das dann verschoben. Und irgendwas in mir hat aber dann doch gesagt, komm, probier es weiter. Guck mal nochmal nächsten Tag rein. Und das habe ich gemacht. Und Tatsache ist es jeden Tag ein bisschen besser geworden. Und mittlerweile habe ich es gar nicht mehr. Und ja, jetzt muss ich sagen, der aktuelle Stand, ich bin wirklich, ja, wie soll ich sagen, ich habe Bock drauf, ja. Denn ab dem Punkt, wo das Spiel dann wirklich lief, konnte ich mich halt mit dem Spiel befassen. Und das war dann echt gut. Ich habe mich mit den Mechaniken auseinandergesetzt, habe das mit dem, ja, man muss sich das alles selbst beibringen, größtenteils. Wenig wird ja gesagt. Es sei denn halt ein paar Quests erklärt, was man machen soll, so. Aber wie die Karte funktioniert, wie rufe ich meinen Hubschrauber, tralala. Die Koordinaten, die einem manchmal gegeben werden, wie man sich das anzeigen lässt, wie auch immer. Also, wenn man da sich dann ein bisschen reingefuchst hat und die Einstellungen dann so auch für sich gefunden hat. Es ist zwar alles noch, ich finde es ein bisschen doll clunky noch. Auch wenn es ein sehr realistischer Shooter sein soll, aber zwischendurch bewegt sich der Gute denn schon wie aus der Augsburger Puppenkiste. Aber es ist halt Early Access, ja. Also ich denke, da wird noch viel passieren. Und manchmal hängen die Waffen irgendwo fest. Und manchmal aimt er ganz komisch, als ob er sich das Teil lieber in den Hintern rammen würde, als es in die Schulter zu legen. Aber das ist, wie gesagt, das sind alles Kinderkrankheiten. Und ich hatte schon ein paar schöne Situationen, wo ich einfach einen anderen Spieler getroffen habe. Ich habe jetzt nur auf rein gegen, wie nennt man das, PvE. War ich nur unterwegs. Mit anderen zusammen kann man das spielen. Die tun ja nichts. Ich glaube nicht mal, dass man die verletzen kann. Und ja, habe ich einen getroffen und mit dem habe ich dann mehr so passiv zusammengespielt. Ich habe ein bisschen auf den aufgepasst und er so auf mich. Und, sind coole Situationen. Also es ist wieder so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Du kriegst den Auftrag, du sollst da und da was finden oder abholen oder hinpacken. Und dann, ja, dann entwickelt sich dadurch so eine eigene kleine Geschichte. Immer wenn ihr die Basis verlasst, ja, dann Haufen von diesen Banditen, die sich hier rumtreiben, was storytechnisch im Moment noch so erklärt wird, dass die nicht evakuiert wurden. Hier gab es irgendwie einen großen GAU in diesem Bereich. Und die sind halt zurückgeblieben und die versuchen jetzt eigentlich nur zu überleben und wir schießen die halt über den Haufen, wenn man das so macht. Die KI ist dabei so ein bisschen wild unterwegs, zwischenzeitlich, ich will nicht sagen, die wehren sich nicht, ja. Aber manchmal reagieren die ein bisschen spät und in anderen Momenten, da haben die so krasse Vorteile und setzen dir einfach direkt einen Kopfschuss und schon findest du dich beim Händler wieder, ja. Wo sie sich dann in anderen Momenten wieder jede Kugel nehmen und zwar reichlich von dir. Ja, fick dich! Ja, nach so einem kritischen Treffer und einem kurzen Ausrasten findet ihr euch dann, ja, wie gesagt, in der Basis wieder. Da könnt ihr dann, solange ihr Ausrüstung habt und das entsprechende Geld euch wieder neu ausstatten. Hier gebt ihr auch Aufgaben ab oder nehmt welche an und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr zu Fuß die Basis verlasst oder mit dem Hubschrauber losbügelt. Das ist immer eine schöne Szenerie, wenn man mit dem Hubschrauber über diese fetten Hügel fliegt und die Palmen, das ist schon, das ist echt schön. Und ja, dann jetzt nochmal ein schönes Beispiel für die Aufträge. Und zwar sollte ich einen Hubschrauber finden, der abgestürzt ist, an einem Gebiet, das ich noch nicht erkundet hatte. Und ich hatte erstmal das Glück, dass mich andere Spieler gerettet hatten vor Rebellen, die mich zurückgetrieben hatten. Und nachdem das erledigt war, sollte ich an einer Tankstelle vorbei. Na, die war natürlich auch stark besetzt, da habe ich erstmal versucht aus der Ferne zu dezimieren. Das ging auch alles halbwegs so gut. Und ja, dann habe ich mich da ein bisschen durchgesnackt, habe die Kasse geplündert und mich dann auf den Weg gemacht in das Gebiet, was ich nicht kannte. Ja, und ab der Stelle lasse ich es einfach mal laufen. Und damit ihr so ein bisschen den Eindruck bekommt vom Spiel und von der Atmosphäre, ja.
Ja, wenn ihr dann so eine Mission durchgezogen habt, dann ist das tatsächlich ein cooles Gefühl. Ja? Ihr habt gekämpft, ihr habt überlebt, ihr habt euren Auftrag erfüllt und dann ruft ihr den Heli und der kommt dann angeknallt und holt euch da aus der Scheiße. Das ist wirklich ein geiles Gefühl. Und was ihr zwischendurch immer gesehen habt, dass ich mir da Schmerzmittel reinpfeife, ist, weil ich vorher verwundet wurde und ich nichts bei hatte. Um diese Verletzung wirklich zu behandeln, musste ich ja die ganze Zeit Schmerzmittel fressen, im Abstand von alle 2, 3 Minuten, damit er damit klarkommt. Ja. Also auch sehr cool gemacht, so dieses Heilungssystem. Also das funktioniert schon sehr gut. Und ja, also was ich euch auf jeden Fall damit sagen möchte, ist, weil ich mittlerweile da so ein bisschen Liebe für entwickle und auch Interesse an der Entwicklung dieses Spiels überhaupt, würde ich euch gerne in Zukunft dann auch versuchen, mit auf diese Ausflüge mitzunehmen. Ja, dass ihr euch da so ein bisschen drauf einstellen könnt. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen was für euch. Das sehe ich ja dann an den Aufrufzahlen oder euren Kommentaren. Ja, genau. Ich freue mich, das in Zukunft mit euch machen zu dürfen und dass ihr euch das Video reingezogen habt. Wir sehen uns dann in Name vergessen dieses Ortes. Ja, bis dahin, habt einen schönen Abend. Haut rein. Patrick, der Ort heißt Lamang. Du bist in Lamang unterwegs. Ja, wir sehen uns in Lamang wieder, Leute. Schönen Abend.